Ja Leute, es ist soweit, das Jahr geht zu Ende und eigentlich kann man sich immer fragen, wenn man so am Ende des Jahres ist, was wurde eigentlich gespielt? Um genau diese Frage dreht es sich heute, denn wir werden heute mal einen Rückblick machen, welche Metadecks wann gespielt worden sind. Ich habe das schon mal gemacht, doch heute machen wir es auch ein bisschen ausführlicher und gehen ins Detail rein und gucken einfach an, eben was gespielt wurde und wann, weil man ja eigentlich gefühlt nicht mehr weiß, was war vor einem halben Jahr. Also, wir fangen jetzt einfach an mit Januar. Ja, Januar fängt gleich sehr deprimierend an, denn es gab ja keine Echt-Events, sprich, man konnte nur Remote-Duel spielen und die gab es auch, denn es gab die Remote-Duel-Invitational-Events. Und da muss man gleich zu Beginn sagen, ja, das waren zwar echte Events und da hat man natürlich auch versucht zu gewinnen, aber es war nichts Vergleichbares da wie eine YCS oder ähnliches, wo man eben ja sagen kann, dieses Deck hat 15 Runden lang gespielt und sich durchgesetzt. Nee, kann man eben nicht sagen, man hat eher kleinere Events und dort haben sich dann halt ein paar Decks durchgesetzt. Ganz repräsentativ ist das nicht gewesen, jedoch ist es das Einzige, was wir haben und deswegen gucken wir uns das natürlich hier an. Außerdem muss ich natürlich hier noch erwähnen, dass wir hier nicht jedes Deck besprechen, würde auch ein bisschen den Rahmen sprengen. Wir gucken uns in der Regel nur die Top-Tier-Decks an und die Decks, die so eine kleine Randerscheinung hatten, aber einen einzelnen Top oder so werde ich jetzt hier natürlich nicht erwähnen. Ja, wie startete Januar? Januar startete nicht mit einer neuen Verbotsliste, sondern wir spielten mit der Verbotsliste von 2020 im Dezember. Dort wurde Drachenbuster verboten. Mein Gut, kann man sagen. Und Linkkreuz wurde ebenfalls gebannt. Alter, diese Karte, ne? Und des Weiteren wurde Rauchgranate ebenfalls gebannt. Andere Karten gingen auf 3, wie zum Beispiel Graftseer und Totally Awesome und der ABC Drachenbuster. Und ja, das war's dann auch in der Verbotsliste. Eben mit diesem Format haben wir gespielt, beziehungsweise mit dieser Verbotsliste. Wir fangen mal von hinten an und sagen, was es so gab, denn das beste Deck erwähne ich mal zu Schluss im Januar. Und zwar zu Beginn Tritron. Und ja, wir sind nicht im Dezember oder nicht Mitte des Jahres, nein, wir sind Anfang des Jahres und Tritron ist eins mit der besten Decks. Hat diverse Tops und naja, was soll ich sagen, es hatte noch 3 Benten, was diesem Deck natürlich sehr Konstanz gegeben hat und zusätzlich waren Union Carrier ebenfalls noch erlaubt, sprich, man konnte sich auch Benten da reinlegen, etc. oder irgendwas anderes. Ja, das Deck war schon sehr konstant und sehr stark, konnte natürlich mehrere Omni-Negates hinlegen, was sehr, sehr gut ist. Ebenfalls hat man Prankens mit einem Haufen Handtraps gespielt. Man sieht es natürlich auch hier jetzt in einer Going-Second-Variante, die ich einblende. Aber muss natürlich zu erwähnen, das hat auch einen guten Grund. Zum einen wegen Tritron, aber vor allen Dingen wegen dem Deck, was das beste Deck des Formats war. Kommen wir gleich zu. Ebenfalls, was auch ein gutes Deck war, war Invoke Dogmatica oder auch natürlich pure Varianten. Ja, war natürlich sehr konstant und sehr gut. Ist ein Deck, was immer relativ gut performt. Aber was war das beste Deck im Januar? Naja, ganz klar. Virtual World. Warum? VFD war erlaubt, beziehungsweise True King, beziehungsweise wahrer König war erlaubt. Und das nicht nur auf 1, sondern auf 3. Ja. Virtual World, die einfach Doppel-VFD dir hingelegt haben und gesagt, ja, du darfst nicht spielen, komm mal klar damit und dementsprechend musste man halt irgendwie seine Decks bauen, genau sowas entweder zu verhindern durch Handtraps oder eben solche Felder zu brechen oder um da durchspielen zu können. Und dementsprechend war auf jeden Fall Virtual World mit Doppel wahrer König auf dem Feld ein wahrer Brocken und war natürlich das Deck to beat. In Februar dann gab es die erste Extravaganza des Jahres. Die Extravaganza sind halt große Remote-Duel-Turniere, die auch etwas größer sind. Und da kann man schon ein bisschen mehr sagen, ja, da hat man sich durchgesetzt. Aber auch hier hat man wieder gesehen, Virtual World war das Deck to beat und war natürlich deutlich überlegen. Allein eben VFD bzw. wahrer König, denn die Karte war ja immer noch erlaubt. Zusätzlich konnten sie jetzt ihre neue Fallen spielen. Die neue Falle, die eben in den Hauptset rausgekommen ist, die gab es eben als Support. Kann man ebenfalls hier drin spielen. Hat sich dann später ja auch durchgesetzt. Kann man also sagen, ja, wie gesagt, das beste Deck des Formats. Aber auch Eldlich, beziehungsweise Eldlich Dogmatica hat sich ganz schön durchgesetzt. Meist jedoch mit Zodiac, denn Zeus ist eine gute Karte. Ja, Zodiac-Decks kamen so langsam raus. Aber Tritron war natürlich immer noch sehr gut, hatte auch einige Tops. Jedoch war Tritron natürlich nicht so gut wie Virtual World. Denn warum sollte man 4 Omni-Negates haben, wenn man einfach den Gegner darf nicht spielen haben kann? Ja, die Antwort ist klar, man hat natürlich primär Virtual World gespielt, aber Tritron hat natürlich viele auch begeistert und viele haben dieses Deck auch gespielt. Und noch zu erwähnen war, im Februar hat die Extravaganza in Amerika Guru gewonnen und jetzt fragt man sich ja, hä, warum Guru? War das das Top-Tier-Deck? Nein, war es nicht, aber zum einen, Dragoon ist eine absolut starke Karte und zum anderen, Floodgates sind
broken. Außerdem muss man noch erwähnen, dass Kit für Tree Brigade rausgekommen ist, aber Tree Brigade war hier jetzt noch nicht das Top-Tier-Deck. Das liegt auch einfach daran, dass sie eben Revolt nicht searchen konnten. Es hatte das ein oder anderen Top, aber wie gesagt, ohne Revolt-Search war das Deck noch nicht so spielstark, wie es dann eben später wurde. Kommen wir auch jetzt schon zum März, und im März kam dann endlich die erste Verbotsliste raus, und was soll ich sagen? Ja, der wahre König wurde endlich verboten. Damit hat Virtual World natürlich ihre stärkste Win-Condition verloren. War auf jeden Fall ein guter Hit und es hat halt auch einfach keinen Spaß gemacht. Zusätzlich ging Sexel, Utopia Sexel, ebenfalls auf die Verbotsliste auf 0. Sprich, diese Karte konnte man nicht mehr spielen. Warum? Nein, nicht, weil jedes Deck diese Karte gespielt hat, sondern es war quasi ja eine Verhinderung eines zukünftigen Decks. Denn man hat diese Karte einfach vorsichtshalber schon raufgepackt, denn später erschien eine Karte, womit ja, Sexel quasi jedes Deck hätte spielen können. Deswegen kam hier der Hit. Zusätzlich wurde Union Carrier gebannt, eben um Tritron auch einen zusätzlichen Hit zu geben. Und dann kommt Engel Benton auf 1. Ebenfalls ein Tritron-Hit. Wir sehen hier schon, die Hits sind auf jeden Fall eben gegen Virtual World und eben gegen Tritron. Ebenfalls gingen auch ein paar Karten auf 3 zurück. Darunter auch Badish, der ja auf jeden Fall in Zukunft noch Auswirkungen haben wird. Doch was waren jetzt eigentlich die besten Decks des Monats? Naja, zum einen Dragonlink. Ja, Dragonlink war mit das beste Deck. Warum? Es war verdammt konstant und konnte durch diverse Handtraps spielen, was ja auf jeden Fall die Stärke dieses Decks ist. Einfach 2 Handtraps, egal, ich legte trotzdem Fullboard hin, und selbst wenn man eben nicht Fullboard hinlegt, Heretic Seal ist eine so starke Karte, die dir einfach den Zug alleine schon beenden kann und dir zusätzlich noch Follow-Up geben kann. Dragonlink auf jeden Fall extrem stark gewesen, und man muss natürlich sagen, wenn der Gegner Handtraps abwirft, hat er auch weniger Handkarten umzuspielen, und wenn er dann immer noch ein paar Negates gegen sich hat oder einen Bounce oder ähnliches, dann wird es halt eben schwer. Dragonlink auf jeden Fall eins der besten Decks, aber was ebenfalls noch ein sehr gutes Deck war, war Eldritch. Einfach Eldritch, weil es ein gutes Grind-Deck ist. Man hatte ein sehr gutes Late-Game, was sehr, sehr cool ist. Und Ice Dragon Prison ist einfach eine gute Counterkarte gewesen, allein gegen Dragonlink, aber auch gegen alle anderen Matchups war das eine super Karte, die man eben natürlich in Trap-Heavy-lastigen Decks spielen konnte. Und was ebenfalls mit in der Top-Tier war, war Dino. Warum fragt ihr euch, warum Dino Top-Tier war? Naja, ganz einfach. Es ist der Counter eben gegen Dragonlink, denn Dragonlink konnte ein sehr starkes Feld etablieren und das musste man irgendwie outen. Erstens waren Negates dabei etc. und das war ja schon schwer, und dann muss man ja noch, wenn man das Negate, die Negates irgendwie umspielt hat oder gebaitet hat, musste man noch das ganze Feld brechen. Und ich sag mal so, ne, Tyranno kann das in Alleingang erledigen, kann das komplette Feld brechen. Klar, der Seal muss irgendwie noch gebaitet oder so werden, aber ansonsten kannst du das komplette Feld auseinandernehmen mit einer einzigen Karte, und deswegen war Dino so ein kleiner Counter und auch natürlich auch sehr, sehr spielstark, und auch für Shinosaurus, ich meine, ja, Handtraps, Immun, einfach sehr stark. Und das waren dann auch schon die Top-Decks des Monats. Kommen wir jetzt zum April. In April hat sich doch etwas verändert, aber eins blieb gleich, und zwar Dragonlink war einfach das beste Deck. Ja, wie gesagt, es war ultra konstant, hat super Feld angelegt. Was will man mehr? Also Top-Deck. Zusätzlich gab es noch Prankits, denn Prankits hatte natürlich One-Card-Kombos, was natürlich sehr stark ist. Einfach Normal Summon-Kombo. Let's go, sehr stark. Und dann natürlich, ja, einfach Doppel-Raigeki-Dank, Miau Miau, ist halt super stark gewesen. Zusätzlich kann man sehr, sehr viele Handtraps spielen. Und ja, Dragonlink kann durch mehrere Handtraps spielen, aber irgendwann ist dann auch mal Schluss. Und man hat ja auch nicht immer die beste Hand. Manchmal reicht dann doch eine oder zwei Handtraps. Ja, Prankits eben oben gut dabei. Ebenfalls gab es Zudirk Pur-Variant, und warum? Ja, Zeus ist eine gute Karte. Leute, merkt euch diesen Satz, der wird noch öfter kommen. Ja, und was gab es noch am Rande? Dino hat natürlich immer noch existiert, aber das Deck war natürlich vor allen Dingen stark, weil es eben den Counterpart zu Dragonlink gegeben hat. Ebenfalls gab es noch Invoke Dogmatica, wie gesagt, auch ein super Deck, lief auch rum, hat einige Tops geholt, war aber halt nie das Top-Tier-Deck, sondern eben ein Deck, was sehr gut performt hat. Aber wie gesagt, Dragonlink war auf jeden Fall das beste Deck im eben April. Ja, über den Mai will ich gar nicht so viel verlieren, denn es ist eigentlich genau so wie eben der April. Dragonlink, beste Deck, Prankins existiert, Zudirk, Zeus ist immer noch eine gute Karte, Zudirk mit Eldritch, Eldritch pur, ja, okay, Dino läuft auch noch rum, Invoke Dogmatica, ey Leute, lass zum nächsten Monat kommen. Im Juni hat sich dann doch einiges geändert, und das nicht, weil eine neue Verbotsliste oder ähnliches rausgekommen ist, sondern einfach, weil neue Karten rausgekommen sind. Ja, wenn neue Sets oder eben neue Karten rauskommen, dann kann es passieren, dass die Meta sich ein bisschen shiftet oder andere Decks schwächer oder stärker werden, und das war hier der Fall, und ja, Dragonlink und Prankits waren immer noch mit die besten Decks, aber eben nicht mehr komplett alleine, denn jetzt kam Tritron wieder dazu.
Warum Tritron? Naja, Dragonlink und Prankins sind ja eben so stark wegen der Konstanz. Dragonlink kann durch Entry spielen, Prankins hat One-Card-Combo, was natürlich sehr, sehr stark ist. Und bei Tritron war es so, dass sie eben jetzt ihr Exit bekommen haben, endlich. Und damit bekam das Deck, was ihm eigentlich gefehlt hatte, eben Sachen in den Friedhof legen und zusätzlich eben Ritualbeschwörung einfacher machen. Und damit war Tritron auch wieder oben mit dabei und konnte mitmischen, weil eben dieses Monster so viel Impact auf dieses Deck hatte. Zusätzlich hat Tree Brigade endlich ihr Link 2 Monster bekommen, womit sie Revolt suchen konnten. Revolt ist natürlich eine super starke Karte, gibt dir Interruption, gibt dir Follow-Up für den nächsten Zug, also super spielstark, ist ja searchbar gewesen, sprich auch Tree Brigade kam halt eben langsam jetzt nach oben. Zusätzlich, ja, was soll ich sagen, existierte Zodiac. Ja, Zeus ist eine gute Karte. Alter, Zeus, ne? Was ist mit dir? Und am Ende war eben noch Eldlich, beziehungsweise Eldlich mit Zodiac und Dino lief halt auch noch rum. Dino war nicht mehr so dominant, liegt natürlich auch einfach daran, dass es eben jetzt viel mehr verschiedene Decks gab und nicht mehr eben nur noch Dragonlink oder eben Prankins gespielt wurde, sondern eben viele verschiedene Decks existiert hatten. Dino hat es dadurch ein bisschen schwerer gehabt, aber hatte noch den ein oder anderen Top. Im Juli bekommen wir dann endlich die nächste Verbotsliste und was soll ich sagen? Drachzach Zodiac wird verboten und hofft damit eben irgendwie Zodiac irgendwie einen Hit zu geben. Ebenfalls wurde LP gebannt, was natürlich ein großer Hit für Dragonlink war, aber Dragonlink hat noch mehr abbekommen, denn Schlägerdrache geht ebenfalls auf 1, was dem Deck auf jeden Fall auch sehr wehgetan hat. Außerdem Verschinosaurus auch auf 1. Ja, Dino bekommt auch ihren Hit. Man wollte Dino wohl nicht mehr oben spielen sehen, denn jetzt hat das Deck natürlich auf jeden Fall mit ihre beste Karte verloren. Aber zurück auf 1 gingen Wunderhengst und Sky Striker Engage. Ja, da war die Freude groß, zum einen aber auch nicht, denn ja, gerade Engage hat natürlich Albträume geweckt, aber Wunderhengst war zurück, Sky Striker auch. Beides konnte wieder gespielt werden, aber war das jetzt auch das beste Deck? Nein, auf keinen Fall. Die besten Decks, die man auf jeden Fall besiegen musste, waren einfach in diesem Format Tritron und eben Tree Brigade. Die haben sie nämlich durchgesetzt nach dieser neuen Verbotsliste. Doch noch etwas ist im Juli passiert. Und zwar die erste YCS Remote Duel hat stattgefunden. Oder andersrum, Remote Duel YCS. Und da haben über 1000 Teilnehmer, um genau zu sein, über 1500 Teilnehmer, eben drum gespielt, um einen YCS-Titel zu bekommen. Und ja, wie gesagt, Tree Brigade und Tritron waren die besten Decks. Aber was ich erwähnen wollte, ist, gab eine Randerscheinung, die doch auffällig war, denn Adekniste hat immer wieder irgendwie oben mitgespielt, beziehungsweise hat den einen oder anderen Top geholt oder auch eine Giant Card gewonnen. Doch warum eigentlich Adekniste? Naja, Adekniste stellt ein Bossmonster, was unberührt ist und 4000 oder 5000 oder 6000 ATK hat. Und was soll ich sagen? Unberührt? Großer Tower, wie willst du das outen? Klar, Access Code ist eine gute Karte, aber wenn das Monster eben stärker ist, zum Beispiel 6000 ATK, was willst du dagegen tun? Nix, genau. Eigentlich hast du quasi verloren, man hat kein Out. Klar, Kaijus wäre eine gute Option, aber wer spielt Kaijus Main oder am Side Deck? Genau deswegen hat der Adekniste den ein oder anderen Überraschungsmoment. Kommen wir jetzt auch zum August. Und im August hat sich eigentlich nichts verändert, groß im Vergleich zum Monat davor, denn die besten Decks waren einfach Tree Brigade und eben Tritron. Beide Decks hatten den Vorteil, wenn du gedark-rulert wirst, kannst du immer noch was machen. Tree Brigade aktiviert einfach Revolt und eben Tritron hat immer noch ein paar Heralds in der Hand, womit man eben was negaten kann, die Gegner aufhalten kann und dann nächsten Zug halt eben komplett zerstören kann. Dementsprechend waren das die zwei stärksten Decks. Dennoch hat Dragonlink es immer wieder geschafft, auch den einen oder anderen Top zu holen und auch unter anderem Dogmatiker Invoked Jadol hat es geschafft, den einen oder anderen Top zu holen. Genauso übrigens wie Prankit. Und man muss sagen, ja, Zodiac pur hat immer noch existiert. Zodiac ist halt gut, weil Zeus ist eine gute Karte. Und ebenfalls Adekniste hat ebenfalls den einen oder anderen Top geholt. Aber wie gesagt, die Top-Decks waren immer noch Tritron und Tree Brigade. Kommen wir auch zum September. Und der September bietet die ein oder andere Überraschung. Zwar sind die Top-Decks immer noch recht ähnlich. Und zwar, eins der besten Decks ist natürlich Tree Brigade mit oder ohne Zodiac. Wer es eben mag. Und man muss sagen, dass Tree Brigade hier eine neue Version gefunden hat, denn ab da gab es auf einmal Tree Brigade Decks mit Hundeschule. Adele zum Beispiel hat damit getoppt. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Und ja, Hundeschule ist eine uralte Karte und macht das Deck nochmal ganz anders. Hier hat man eben Tree Brigade auf eine ganz andere Art und Weise gespielt, was ich sehr, sehr cool fand und auch sehr erfrischend war. Hat man gerne gesehen. Des Weiteren natürlich wurde Tritron gespielt, aber auch Prankits. Aber was man auch gesehen hat, war Virtual World. Ja, Virtual World gab es ab und an auch ein paar Tops. Und es gab noch eine kleine Überraschung und zwar ein Event wurde durch Alter Geist gewonnen. War das Deck besonders? Nein. Hat das irgendwas Krasses
gespielt? Nein. Aber es hat gewonnen. Ja, war eine riesen Überraschung. Aber muss gleich erwähnen, es war ein 61-Mann-Event. Bedeutet also, es ist nicht ganz so repräsentativ wieder. Aber es gab ja keine Echt-Events und war auch remote. Ja, dennoch, cool, Alter Geist konnte wohl doch auch ein Event gewinnen. Fand ich sehr nice und war auf jeden Fall eine große Überraschung. Und jeder hat sich da gewonnen. Jeder hätte da Tritron oder Tribigate erwartet. Nein, Alter Geist gewinnt einfach mal ein Event. Ja, nice. Jetzt sind wir auch schon im Oktober und die nächste Banlist droppt. Ja, juhu, neue Verbotsliste. Hoffentlich verändert sich die Meta ein bisschen mehr. Was wurde verboten? Zunächst, Zodir kriegt noch mehr Hits und zwar Speerfeuer geht auf 0. Ich glaube auch zu Recht, denn der ein oder andere hat einfach nur 1-2 Zodiac-Monster gespielt und eben Speerfeuer, um einfach zur Not mal ganz schnell auf den Zeus zu kommen. Ja, wurde hier auf jeden Fall dann verboten. Damit fiel das natürlich irgendwie weg. Außerdem wurde Triton gehittet, denn Eva geht auf 1. War jetzt nicht der krasseste Hit an sich, aber hat auf jeden Fall ein bisschen die Konstanz genommen, nach Dark Ruler immer noch 2 Negate zu haben. Zusätzlich wurde Prankits der Gnadenstoß gesetzt, denn ja, Miau Miau wurde einfach mal auf 1 gesetzt. Tut diesem Deck einfach ziemlich weh, weil das war einfach der Starter schlechthin. Ja, du kannst jetzt immer noch einmal starten, danach eben nicht. Oder wenn der Starter dann verhindert wurde, beziehungsweise die Combo aufgehalten wurde, war es das auch ein bisschen schade, aber was soll man machen? Und auch Tree Brigade bekommt hier einen kleinen Hit, denn Tanky wird auf 1 limitiert, ein bisschen die Konstanz nehmen. Ist auf jeden Fall ein netter Ansatz. Und Notfall-Teleporter geht auf 2, wo vielleicht das eine oder andere Deck sich drüber freuen konnte. Und was diesen Monat auch noch passierte ist, Crossout kam raus. Ja, eine Karte, die sehr groß gehypt wurde, aber dann doch irgendwie nicht jeder so für Interesse hatte. Denn diese Karte dachte sich jeder, okay, spiele ich 3-mal. Dann kam sie raus und dachte sich, irgendwie will ich die gar nicht spielen. Ja, Crossout auf jeden Fall eine sehr spielstarke Karte, das ist außer Frage, jedoch hat sie noch nicht so richtig ihren Platz gefunden. Das ein oder andere Deck, was getoppt hat, hat sie gespielt, aber eben nicht in der breiten Masse. Crossout auf jeden Fall eine super gute und spielstarke Karte, jedoch hat sie ihren Höhepunkt noch nicht gehabt, aber ich denke, das wird in Zukunft noch irgendwann so sein. Doch was waren jetzt eigentlich die besten Decks? Naja, das erste Deck war Tree Brigade. Ja, Tree Brigade war immer noch mit das beste Deck, jetzt jedoch ohne der Zodiac Engine, einfach aus dem Grund, dass man jetzt ja die Zodiacs normeln müsste und die will man eigentlich nutzen für die themeneigene Engine. Dementsprechend war im Tree Brigade immer noch super gut, nur eben ohne Zodiac und mit Tanky auf 1, was jetzt nicht so dramatisch war. Ebenfalls mit eins der besten Decks war Tritron. Warum? Ja, Eva ging auf 1, was natürlich auf jeden Fall das Endfeld bzw. die Endhand ein bisschen schlechter gemacht hat. Dennoch hattest du bei deinem Feld einfach ein Omni-Negate, der 4-5 Mal negaten konnte, was einfach super strong war und immer noch hattest du immer noch einen Herald in der Hand, beziehungsweise ein Follow-up in der Hand. Dementsprechend war das jetzt nicht so dramatisch. Ja, man hat einmal Eva verloren, aber ist halt echt nicht so schlimm. Das Deck war ja immer noch sehr stark. Ebenfalls, was jetzt endlich durchgekommen war, war Phantom Knights. Ich habe ja schon gesagt, Badish kam ja zurück. Ja, Phantom Knights ist da gewesen, haben die ersten Tops geholt, war eher ein Turbo Dragoon, denn Dragoon immer noch eine spielstarke Karte zu dem Zeitpunkt gewesen und ist natürlich auch immer noch, aber eben Phantom Knights kann sehr einfach auf Anaconda gehen und dann eben halt einfach Dragoon rufen, aber ebenfalls kann das Deck durch sehr viele Handdrips spielen, was natürlich sehr wichtig ist, denn dieses Deck macht ihre Combo und dann halt eben am Ende noch eventuell Dragoon oder eben Full Feld und man muss natürlich sagen, ey, warte mal, Phantom Knights spielt auf Exceed und Zeus ist immer noch eine gute Karte. Zusätzlich am Rande liefen wieder Virtual World Decks rum, denn Notfallteleporter war jetzt hier auf 2, sprich Virtual World hat indirekt einen Starter bzw. Extender bekommen, was sehr, sehr cool ist. Und außerdem hat man wieder ab und an Edic Nista als Top gesehen, aber eben nur wenig, aber ich will es erwähnen, weil ich das Deck eigentlich ziemlich cool finde. Und ich finde es auch cool, dass die Leute, die es gespielt haben, auch immer noch versucht haben, eben damit mitzuhalten, bei der Meta. Ja, November ist da und was soll ich sagen? Wir haben einige Veränderungen, aber nicht unbedingt in den Decks, aber das liegt auch vor allen Dingen an den neuen Karten. Was haben wir für neue Karten bekommen? Wir haben einen neuen Support bekommen und zwar Liedervögel. Ebenfalls haben wir Baroness bekommen. Ebenfalls haben wir den superschönen Phoenix Enforcer bekommen. Ob das jetzt Fluch oder Segen ist, na, das müsst ihr entscheiden, aber DPE ist gekommen, eine sehr spielstarke Karte, die auf jeden Fall auch Dragoon ersetzt, was man auch dann in den Top-Tier-Listen gesehen hat und mit das beste Deck war einfach Tree Brigade. Warum Tree Brigade bzw. Tree Brigade Liedervögel? Naja,
erstmal, Zeus ist eine gute Karte. Ja, daran spielt man Zeus. Und zum einen, das Endboard ist extrem stark. Wir können entweder Barrier Starter holen oder Apex, was natürlich sehr, sehr nice ist. Zusätzlicher Negate. Ebenfalls haben wir mehrere Bounces, was auch ebenfalls sehr gut. Und dieses Deck ist einfach sehr konstant und ist sehr stark und kann durch Nibiru spielen, was natürlich auch sehr, sehr gut ist. Und so kann man auf jeden Fall sagen, dass Triple Gate eins der besten Decks eben des Formats war. Ebenfalls war eins der besten Decks Phantom Knights und das liegt vor allen Dingen am Sensenlock. Denn ja, Leute, DPE ist nicht nur an sich eine gute Karte, sondern er kann auch deine eigenen Karten zerstören und damit kann man zum Beispiel Artefakt Sense schießen und die Spezial beschwört sich und sagt, der Gegner darf nicht spielen. Ja, dementsprechend war Phantom Knights jetzt nicht nur ein Dragoon Turbo Deck, sondern kann dir extrem starkes Feld hinlegen, kann ebenfalls auch durch Nibiru spielen und kann dir dann den Sensenlock geben, was halt ultra strong ist, weil der Gegner einfach nicht spielen kann. Also Phantom Knights spielt auch sehr weit oben dabei mit, aber auch Triton existierte, denn Triton konnte zum einen halt eben ihr Board aufbauen, aber kann ebenfalls dank dem Aspekt, dass eben Sense eine Fee ist, einfach Sense suchen, ebenfalls setzen, auch DPE beschwören, entweder über Anaconda oder direkt über die Fusion und dementsprechend hat Phoenix Enforcer einen riesen Impact gehabt. Er hat dafür gesorgt, dass einfach Dragoon verschwunden ist und alle eben entweder die Karte so spielen, weil sie gut ist oder eben einfach gespielt haben, um den Sensenlock zu legen, genauso eben wie Triton und Triton war eben dadurch auch mit eins der besten Decks, wurde aber nicht so oft gespielt, denn ja, das Deck existiert schon sehr lange und es ist auch nicht das einfachste Deck. Und ja, da sind wir auch schon im Dezember. Was kann man groß zum Dezember sagen? Naja, zunächst einmal, es gab die Remote Duel YCS 2, die war jedoch nicht so groß wie die erste, es gab nur so um die 700 Teilnehmer, was ein bisschen enttäuschend war. Sie war auf 1000 gedeckelt, aber die Deckelung hat man nicht mal erreicht. Ziemlich schade auf jeden Fall. Die besten Decks waren immer noch, oder sind immer noch, Liedervögel Triple Gate. Ja, ist halt ein super gutes Deck. Zusätzlich natürlich Triton, was aber nicht so viel Play sieht, aber immer noch den einen oder anderen Top holt. Und was man vor allem jetzt öfter sieht, ist Sky Striker. Und diesmal nicht wegen Zeus, wäre auch ein bisschen komisch ein Sky Striker, sondern einfach wegen DPE bzw. Phoenix Enforcer. Denn diese Karte stört diesem Deck nicht wie Dragoon. Dragoon konnte man ja nicht in Sky Striker spielen, weil die Main Monster Zone ja immer blockiert wurde. Aber jetzt mit Phoenix Enforcer kann man sich selbst immer schießen. Bedeutet, die Main Monster Zone ist frei und kann eben die Sky Striker Karten aktivieren. Deswegen war es logisch, dass man diese Karte eben in diesem Deck spielen würde und ja, es ist gut genug, um eben den ein oder anderen Top zu holen. Außerdem gibt es am Rande immer noch Invoke Dogmatica Shadol Varianten mit DPE oder ohne und was soll ich sagen? Ja, Invoke Dogmatica war eigentlich irgendwie immer im Hintergrund, beziehungsweise war nie ein schlechtes Deck. Und so endet das Jahr, wie es angefangen war. Es fing an mit, du darfst nicht spielen, weil Varakönig sagt nein und Normal Summon Alistar ist trotzdem ein gutes Deck und es endet mit, nein, du darfst nicht spielen, weil Sense sagt nein und Normal Summon Alistar ist ein gutes Deck. Na gut, so stumpf war es natürlich nicht. Es gab ein Auf und Ab, aber es ist schon ironisch, dass es quasi wirklich ein bisschen endet, wie es angefangen hat. Das war auf jeden Fall der Überblick. Ich hoffe, das Ganze hat euch natürlich gefallen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen viel Spaß beim Duellieren.